So Leute, da bin ich wieder zurück und ich glaube, ich fange jetzt wirklich an mit meiner Skin Win Challenge. Was habe ich damit genau vor? Richtig, ich versuche mit jedem Skin, den ich habe, einen epischen Sieg zu holen im Solo-Modus. Natürlich, manchmal wird auch eine Runde dabei sein. Da werde ich wahrscheinlich nur drei, vier Kills haben, aber gucken wir uns einfach mal an, was ich hier mit der dunklen. Wie heißt die Skin? Lol. Mit der Ruby hinkrieg, den wir ja kostenlos erhalten haben, den Skin. Wir gucken uns einfach mal den Kill hier an. Nämlich, da war ich eigentlich nur auf Mission mit dem ganzen Sprungaufgaben dran. Ihr werdet es auch jetzt sehen, ich habe mir eigentlich nur Zappler, Zappler, Zappler. Ihr seht ja, wie dumm ich hier rumspringe. Aber es hat am Ende halt doch noch zum epischen Sieg gereicht. Allerdings natürlich in Anführungszeichen nur mit 5 Kills. Und in dem einen Video hatte ich ja schon mal ein Gameplay hochgeladen. Die Wiederholungen sind auch super bug, ne? Ah, da ist mein Zappler. Das war nämlich auch eine lustige Situation. Ich dachte eigentlich, der Gegner wäre ein Bot. Weil, guck mal, wie komisch der Gegner da steht. So steht doch kein Gegner. Ich bin mir wohl immer noch nicht sicher, ob es ein Bot war oder nicht. Aber ihr seht, zack, 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 zack. Und da war er weg. Aber was habe ich vor mit der Challenge? Ganz einfach. Ich brauche irgendwie eine Herausforderung. Ich bin jetzt Maximal-Level und hatte die Aufgabe sowieso schon immer vor, genau so zu machen. Deshalb, die Videos werden ziemlich kurz, weil ich werde halt wirklich immer nur die Kills zeigen, so dass ihr ein bisschen Gameplay seht. Ihr wisst alle selber, ich bin nicht der beste Spieler. Deshalb, für mich ist es eine Herausforderung. Und ja, ich spiele immer noch im PC. Es sind keine Switch-Lobbys, also. Und das kann ich schon mal vorweg sagen. Grüße gehen raus an Luca, der wird sich wieder freuen. Der ist ja von der Switch auf den PC gewechselt und wundert sich, warum ich immer noch so Lobbys bekomme und eher nur die verschwitzten. Ich weiß gar nicht mehr, wo jeder Gegner war. Ah, gerade gucken. Kommt er? Der kam von. Ach, da kam er genau. Wie gesagt, ich war hier die Zappler-Aufgabe machen, also die mit dem Springen da, dass man so und so lange in der Luft sein muss. Ja, Bob, der Baumeister ist da. Ja, Achtung, beste Gegner. Ich muss selber lachen, wenn ich manchmal sehe, was da rumläuft und was für ein Glück ich da habe, in Anführungszeichen. So, dann gucken wir hier mal gerade weiter, was hier war. Das war dann schon der dritte Kill. Ach, das war schon Endgame-Bereich. Mal eigentlich schon so bald durchlaufen lassen. Ich sag ja, bei Steamy Stacks Endzone ist einfach eklig. Oha. So. Aber Steamy Stacks ist halt wirklich eklig, weil jeder benutzt die Kraftwerke zum Hochfliegen. So, hier mal eine kleine Lücke, die werden wir überspringen. Ach ja, hier weiß ich noch. Da war nämlich einer auf dem Dach im Rumturnen. Ich so, wo ist der denn? Ich habe ihn einfach nicht gefunden. Ach, ich sehe gerade, der Spielsound ist ein bisschen laut. Mach schon mal ein bisschen leise. Achtung. Ups. Ich glaube aber, das war kein Bot. Aber jetzt kommen wir so ganz langsam zum Ende. Wie gesagt, für mich persönlich ist es eine Herausforderung. Manche von euch werden sich denken, Game Challenge. Ist ja voll einfach. Wenn ich will, mache ich mit jedem Skin 5 Siege. Aber für mich selbst ist eine Herausforderung. Ihr wollt natürlich immer mal wieder sehen, wie ich so spiele. Und deshalb ist einfach nur, damit ich selber eine kleine Herausforderung habe, noch neben den normalen Aufgaben. Zack. Gucken. Ach, das hier war ein epischer Kill. Das weiß ich schon. Eieiei. Einige davon werden mich auch dafür hassen, wie ich ihn weggeholt habe. Er ist über mir. Und dann wusste ich nicht, was mache ich? Soll ich den Kampf nach oben suchen? Und dann habe ich die RPG gesehen und habe mir nur gedacht, komm, holen die runter. Bam. Zack. Epischer Sieg. So einfach kann es gehen. Also, wenn ihr das Ganze supportet, schreibt natürlich gerne in die Kommentare, welches Skin ich als nächstes nehmen soll. Nämlich den nächsten Skin, den ich nehmen muss, in Anführungszeichen, ist eigentlich der vom Luca. Aber ich werde wahrscheinlich erst einen anderen Skin nehmen, den ich mir gleich noch im Shop gönne. Also, in dem Sinne, euch noch viel Spaß beim Leveln und haut rein.